was auch der Name ihres Plattenlabels ist. Ich sage nur laut, schnell, hart. Schaut sie euch einfach mal an. Ach übrigens, falls ihr Fragen zu Ikeda habt, könnt ihr diese auch an uns schreiben. Unter den besten Fragen verlosen wir 3 CDs. Die Adresse findet ihr im Bericht eingeblendet. Also, los geht's. Also ich habe den Namen zum Sprühen benutzt mit 13, 14 und abgeleitet ist es von Eradicator, aber es war halt zu lang und da habe ich halt diese kürzere Form gemacht und ja, so ist es halt entstanden, dass ich dann halt auch Musik darunter gemacht habe, halt mit Dina zusammen. Meistens so, dass wir sie nur zu Hause aufnehmen können. Also wir könnten jetzt kein Album fertig machen und es dann quasi im Studio einspielen oder so. Also da hätte ich keine Lust drauf und ich finde auch, dass da die ganze Energie verloren ging irgendwie. Wir nehmen das Ganze zu Hause auf, viele Sachen live, viele Sachen werden halt so über Harddisk Recording gemacht oder so, aber vermisst habe ich noch nie irgendwelche teuren Produktionsmittel. Weil man kann mit allen Musikinstrumenten, egal was es ist, kann man Musik machen. Das kommt auch nicht aufs Geld an, was man hat. Das geht auch mit ganz einfachen Mitteln. Und wir sind auch nicht so, dass wir am Anfang irgendwie einen kleinen Computer hatten und dann den weggeschmissen haben und gesagt haben, okay, jetzt kaufen wir uns mehr, sondern einfach wir nutzen alles, was wir haben und behandeln aber alle Gegenstände oder alle Instrumente auch gleich. Also wir holen aus allem alles raus und lassen uns nicht davon einschränken, dass wir sagen, wir brauchen das und das, weil das ist teuer und gut. Ist halt blöd, dann irgendwie ein Thema in jedem Song zu behandeln oder so. Und irgendwie ist es halt alles super vielschichtig, irgendwie genauso vielschichtig wie die politische Struktur in gewisser Weise irgendwie. Und man kann es nicht irgendwie an einer Sache festmachen oder so und auch nicht irgendwie anhand von einfach nur aufrufen oder so, weil viele Sachen wissen die Leute halt noch gar nicht, die man ihnen auch erst irgendwie vielleicht erklären muss. Oder andere, die halt auf Anhieb wissen irgendwie, ja genau darauf haben wir gewartet, also wie wir halt in Amerika halt auch erfahren haben. Und so.
finde auch so, dass die Sachen, die jetzt keine Lyrics haben, irgendwie auch irgendwie für eine gewisse Attitude sprechen. Und auch ein Statement. Es kommt auch auf die Energie an und auf die Emotionen und den Enthusiasmus. Darum geht's. Keine Rücksicht nimmt auf irgendwelche Frequenzen, die vielleicht dem Radiohörer unangenehm sein könnten, irgendwie trotzdem in Amerika auch super viele Airplays kriegen kann. Also Amerika war natürlich jetzt bis jetzt irgendwie die meiste Reaktion, einfach auch durch die Tour letztes Jahr. Und also da haben wir auch einfach die meisten Leute, die wir so erreichen mit der Musik irgendwie. Also Japan ist auch ziemlich gut, aber Europa will ich jetzt auch nicht so abtun oder so. Also Deutschland tut sich etwas schwer irgendwie. Wir gehen im November auf Tour und also erstmal nur in Deutschland durch die größeren Städte und also sprich dann als Köln, München eventuell, obwohl das immer so ein Problem ist in München, aber dann Frankfurt wahrscheinlich und Hamburg und mal gucken, wohin wir. Habt ihr eine Frage, dann könnt ihr eine World Beaters Ikeda CD gewinnen und ihr schreibt eine Postkarte an Electrigger.